Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Nagarium-Update bei den Mäusen. Dieses Mal möchte ich es einfach ein bisschen kürzer fassen. Ich habe dieses Mal nicht ganz so viel gemacht. Als erstes seht ihr jetzt einmal hier das Einstreu. Das ist circa 10 cm hoch. Dann habe ich hier ein bisschen Heu, woraus sie sich ein Nest bauen können. Hier haben sie einfach so einen Tunnel, die große Korkröhre. Da hinten ist auch so eine Weidenbrücke und dieser kleine Turm mit diesen verschiedenen Löchern drinnen. Dann habe ich dieses Mal eine riesen Sandbox hingestellt und die mit Chinchilla-Sand befüllt, worin sie auch baden oder buddeln könnten. Da habe ich noch eine Korkröhre hin und so Kräuter rein. Hier ist ein Futternapf. Dann haben sie hier ein Häuschen. Das habe ich wieder so hingestellt, dass man hier von der Seite reinschauen kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, da hinten noch so ein paar Knabbereien. Dann können sie hier durch den Tunnel und über die Brücken und kommen so auf die andere Seite. Da ist noch ein Weidentunnel im Boden. Den habe ich so ein bisschen eingebuddelt. Dann ist hier noch eine Korkröhre und ein zweites Häuschen. Da befindet sich der Wassernapf und noch ein kleiner Futternapf. Und wie gesagt, hier dieses kleine Heunest. Auf der rechten Seite befindet sich deutlich mehr Einstreu. Ich habe verschiedenes Einstreu gemixt in verschiedenen Lagen und Ebenen. Das dann aber natürlich auch ein bisschen durchgemischt. Sobald sie ein bisschen rumbuddeln, wird das eh alles vermixt werden. Und ja. Das war's. Meine Ebenen sind leider kaputt. Ein Familienmitglied hat sie zerstört versehentlich. Deswegen muss ich da erstmal neue machen. Oder eben die alten reparieren. Deswegen gibt es jetzt mal eine provisorische andere Einrichtung. Aber den Mäusen scheint es trotzdem zu gefallen. Ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!